Jo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, euer Max. Damit herzlich willkommen zu einem weiteren Detektiv-Conan-Video. Und heute möchte ich mal mit euch über das Geheimnis von Wermut sprechen. Allerdings nicht das Geheimnis rund um ihre Beziehung zu Anokata, wie sie zu Anokata steht, wie sie mit Renya Karasuma irgendwie in der Verbindung ist. Was Amuro ja auch angedeutet hat, darum geht's heute nicht, nein, sondern um ein anderes Geheimnis, was Wermut hat in der schwarzen Organisation. Auch nicht das rund um Conan und Ran, sondern ihr Geheimnis rund um die Nox. Denn so viel kann ich euch sagen, sie weiß doch etwas mehr als vielleicht gut ist, oder auf jeden Fall, sie weiß etwas mehr, was für die schwarze Organisation sehr, sehr interessant wäre, aber sie hat das nicht gesagt und ich werde es euch einfach jetzt erklären. Ich werde einfach euch das Beispiel nennen, beziehungsweise diese Tatsache nennen und dann könnt ihr euch schon denken, was ich damit genau meine und am Ende werde ich dann noch ein bisschen darauf eingehen, wie dieses Wissen vielleicht noch eingesetzt wird und so weiter, aber fangen wir erstmal an. Ich werde euch das Ganze mal kurz vorstellen und hierfür springen wir in Kapitel 500 rein, das Kier Special, wo Conan ja die schwarze Organisation abgehört hat, beziehungsweise Kier abgehört hat über die Wanze. Und wir springen jetzt hier in den Moment rein, wo Kia im Auto sitzt, nebenan der Porsche von Jin, wo Wermut, Jin natürlich und Wodka drin sitzen. Und hier ist es dann ja so, dass wir erfahren, dass die den sogenannten DJ töten wollen. Ja, also das ist so ein Codename für die, so haben die ihr Ziel genannt. Und das war dann ja nachher dieser Yasutero Domon. Und Kia sollte den ja interviewen und dann irgendwo hinlocken, wo dann Chianti und Korn den wegschießen können. Das war übrigens auch der erste Auftritt von Chianti und Korn. Und hier trifft dann Kia eine ganz interessante Aussage, die Conan später auch nochmal gehighlightet hat, und zwar sagt sie hier: Our achievements should not see the light of day, but our failures will become widely known. Und diese Aussage, die wird von Conan nochmal in Kapitel 604 gehighlightet, wo er dann ja Kia, sag ich mal, sagt, wie er erkannt hat, dass sie eine eigentliche CIA-Agentin ist, dass sie kein wirkliches Mitglied der schwarzen Organisation ist, in dem Sinne, dass sie loyal ist, nein, dass sie ein Nock ist, beziehungsweise halt zu der CIA gehört. Und hier stellt er dann heraus, dass diese Redensart, das, was Kia eben gesagt hat, eine ganz besondere Redensart der CIA ist, dass man direkt mit der CIA in Verbindung bringt. Und er vermerkt ja auch, dass Wermut das Ganze scheinbar auch gemerkt hat, denn in Kapitel 503, nachdem die schwarze Organisation es vermasselt hat, ja diesen Yasutaro Domon oder wie der hieß, zu töten, da haben die ja noch einen weiteren Anschlag geplant. Und hier war es dann ja so, dass Wermut und Kia beide mit dem Motorrad fahren sollten. Und Kia fragt dann hier Wermut nach ihrem Motorrad, wo das denn ist. Und ja, während Kia dann, sag ich mal, zum Motorrad geht, nachdem Wermut ihr gesagt hat, wo das ist, wirft Wermut Kia nochmal so eine Frage hinterher und fragt dann: Du bist aber nicht wie das hier, oder? Und dann klopft sie so zweimal auf ihr Motorrad und Gosho hat extra noch eingezeichnet, dass das heißt Knock, knock. Das heißt, Wermut hat hier im übertragenen Sinne gefragt, du bist aber nicht wie das hier, oder? Ja, also Nock für Non-Official Cover, ein Nock innerhalb der schwarzen Organisation, ein Geheimagent, ein Spitzel. Und Kia antwortet daraufhin dann auch, was leider abgeschnitten ist, weil wir dann Conan sehen: Sei nicht albern. Und Conan fragt sich dann daraufhin auch so, wo er da im Auto sitzt, was haben die damit gemeint, was sollte das Ganze? Und das sagt uns ja eigentlich im Endeffekt, dass Wermut damals Kia schon verdächtigt hat. Und das hat Conan später, wie gesagt, auch nochmal erwähnt, dass er dann auch da gemerkt hat, dass Wermut da Kia irgendwie auch verdächtigt, doch sie unternimmt ja nichts. Wermut hat nichts unternommen in Bezug auf Kia, sie hat das Ganze verschwiegen, sie hätte irgendwie Jin was sagen können in Bezug auf Kia, in Bezug auf ihre Vermutung, ihren Verdacht, denn Kia musste sich ja auch noch beweisen, sie musste ja Shuichi Akai töten, um akzeptiert zu werden, zumindest ein wenig, beziehungsweise hat das Anokata gefordert, dass Kia das Ganze tut. Und hier frage ich mich dann, wieso stellt sich Wermut nicht die Frage, vielleicht arbeiten die ja wirklich zusammen, nachdem Bourbon da auch so ein bisschen ermittelt hat in Bezug auf Akais Tod, dass er doch nicht tot ist. Und sie weiß ja, dass Kia scheinbar nicht ganz loyal ist, ja nicht ganz bei der Sache ist, beziehungsweise halt irgendwie ein Nock sein könnte. Sie hat das ja wirklich sehr stark verdächtigt. Sie hat Kia ja sogar damit konfrontiert. Ja, das heißt, der Verdacht ist schon da und der Verdacht ist auf jeden Fall nicht ohne Grund da. Und da frage ich mich wirklich, warum Wermut dann so handelt, wie sie eben handelt. Doch es macht natürlich eigentlich doch Sinn in Bezug auf ihre Rolle in Detektiv Conan, ihre Rolle in Bezug auf die schwarze Organisation. Denn wir wissen ja, sie ist so ein bisschen auf dem Mittelweg. Sie ist nicht ganz gut, nicht ganz böse. Sie will die schwarze Organisation zum Fall bringen. Andererseits ermittelt sie trotzdem für die schwarze Organisation, hätte trotzdem Aihaibara getötet im Belltree Express mit dem ganzen C4. Dieser Charakter ist schwer zu deuten und auch ihre Ziele oder was sie vorhat mit ihrem Wissen ist sehr, sehr schwer zu deuten. Und in dem ganzen Kontext habe ich mir dann noch die Frage gestellt, ob sie vielleicht auch über Amuro Bescheid weiß. Weiß sie, dass Rei Furuya ein Mitglied der Sicherheitspolizei ist? Und hier muss ich sagen, ich glaube ja nicht. Denn in Kapitel 898, wo sie gemeinsam mit Amuro da im Auto sitzt, warnt sie ihn ja davor, dass jetzt Jin bzw. die Organisation generell von Ratten so ein bisschen ausgemistet werden soll. Und da erwähnt sie dann ja Ifen Hondo, Akai
und diesen einen von der Sicherheitspolizei. Und ich glaube nicht, dass sie so jetzt mit Amuro sprechen würde in Bezug auf die Sicherheitspolizei, in Bezug auf diese Nock-Geschichte, wenn sie eben wüsste, dass er auf jeden Fall zur Sicherheitspolizei gehört. Andererseits ist es natürlich aber auch eine direkte Warnung an Amuro, denn sie warnt ihn hier ja nicht ohne Grund. Sie sagt das Ganze ja nicht ohne Grund, warnt ihn, dass die Organisation jetzt gegen Nox vorgeht. Das heißt, vielleicht weiß sie es, vielleicht weiß sie es auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sie eine Ahnung hat bei Bourbon, allerdings halt nicht genau weiß, dass er jetzt zur Sicherheitspolizei gehört. Denn sonst hätte sie nicht so im Kontext über Scotch geredet, aber ich kann mir auf jeden Fall doch vorstellen, dass sie irgendetwas darüber weiß über Amuro, beziehungsweise ihn auch verdächtigt, und das könnte ja spannend werden. Ich habe ja schon mal ein Video dazu gemacht in Bezug darauf, warum Wermut hier Amuro warnt, eben vielleicht wegen Rum, weil Rum dann ja Amuro überprüfen sollte oder sonst was. Das werden wir alles noch sehen, aber an sich ist das eine mega, mega spannende Nummer und ich bin mal auf die Zukunft gespannt, ja, gerade auch die Verbindung vielleicht zum finalen Plot dann später, wenn Wermut halt Bescheid weiß über Kia, über Amuro, über sonst wen. Wir wissen ja nicht, wer vielleicht ja noch ein Nock ist, denn die schwarze Organisation hat ja gefühlt mehr Nocks als normale Mitglieder und ja, da bin ich einfach mal gespannt. Und generell Wermut, wenn wir mal ihren Charakter-Arc so richtig zu Ende bekommen, zu Ende erzählt bekommen, was ja vielleicht auch mit einem Tod enden wird, man weiß es nicht, da bin ich auch mal sehr gespannt, denn diese Frau, ja, dieser Mensch, dieses Organisationsmitglied, die ist nicht so leicht zu berechnen und ich bin wirklich mal sehr gespannt, denn das ist auf jeden Fall eins ihrer Geheimnisse. Sie hat niemandem was davon erzählt in Bezug auf Kia, hat ja auch Amuro da im Auto jetzt nichts davon erzählt, dass sie die Ahnung hat, dass Kia eben ein Spitzel ist. Und diese Frau hat wirklich so viele Geheimnisse, ist so vielschichtig und da bin ich einfach mal gespannt, was Gosha Oyama daraus zaubert. Und würde damit sagen, wir wären auch am Ende angekommen. Schreibt gerne eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare, würde mich wirklich sehr freuen. Was haltet ihr von Wermut? Wie würdet ihr sie noch in der Handlung einordnen? Was wünscht ihr euch noch von diesem Charakter und was denkt ihr über diese ganze Tatsache Nox in der Organisation? Wermuts Wissen darüber, schreibt einfach mal alle eure Gedanken dazu in die Kommentare. Ihr wisst, Kommentare pushen die Videos im Algorithmus, ebenso wie eine Bewertung, egal ob Like oder Dislike. Es kann auch wieder irgendwer hier 10 Dislikes reindrücken oder noch mehr. Es ist mehr sowas von Latte. Deswegen lasst einfach eine Bewertung da. Würde mich freuen, egal ob positiv oder negativ. Und ja, Kommentar wäre halt wie immer sehr nice. Damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.